Willkommen Leute zur nächsten Folge von Minecraft City Survival und ja, hier auf meinem Grundstück, das ist immer noch nicht fertig, ich habe Shadow Gaming nochmal gefragt und er hat auch hier auf dem Server versucht das hinzukriegen, aber ja, es ist immer noch nicht ihm gelungen, irgendwie, weiß ich nicht, scheint das nicht möglich zu sein, das hier wieder zurückzusetzen. Ich glaube, wir müssten das mal zusammen machen im TS oder so, dass ich ihm hier zeige oder zumindest, dass ich mit auf dem Server bin, während er das macht. Und ich ihm so ein bisschen das hier, ja, zeige und wir da zusammen rumbasteln oder so. Ich weiß auch nicht, ob er es über den Server gemacht hat oder nur über die Konsole und gar nicht hier drauf war. Auf jeden Fall hat er das immer noch nicht hingekriegt und da gibt's wohl Probleme. Und er glaubt auch, dass das hier gar nicht erweitert wurde mit dem Spawn, aber das sieht man ja. Ich habe ja hier die Blöcke gesetzt, ne? Das ist ja so. Das kann ja gar nicht anders gewesen sein. Die Fackeln habe ich auch gesetzt, das könnt ihr in alten Folgen nachgucken. In Folge 3 oder 4 oder so war das bestimmt. Ja, und also das ist auf jeden Fall so gewesen. Und ich verstehe nicht, warum dann der Spawn irgendwie vergrößert wurde, die Protection, ja. Das ist irgendwie wahrscheinlich vom Plugin gesteuert. Gesteuert, genau, ich bin so ein Seemann. Ich spreche jetzt immer das S so aus. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht. Das ist wirklich ziemlich komisch. Und ich hoffe mal, dass das irgendwie wieder gefixt werden kann, weil ich würde wirklich gerne mein Haus weiterbauen, ne? Das wäre mal sehr, sehr schön, wenn ich das hinkriegen könnte. Und ansonsten, ja, habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, mein Haus nicht aus Schwarzeichenholz zu bauen, weil das haben wir hier nicht in der Nähe und das kriege ich auch nicht so schnell, sondern ich werde es aus diesem Holz hier lassen und da außen werde ich, ja, normales Eichenholz nehmen. Und dazu gehe ich jetzt mal rüber hier in den Wald und werde das ein bisschen farmen. Und ich kann mir auch hier mal schnell was craften an, also noch eine Axt einfach, ne? Ach nee, ich habe ja noch eine. Ja gut, dann nehme ich die einfach gleich. Und eine kann ich mir nochmal zusätzlich machen. Da gehe ich am Ende der Folge vielleicht noch zu den Fichten und hole mir nochmal da welche. So, wo steht denn die Sonne jetzt? Okay, also es ist gleich Mittag ungefähr. Dann gehe ich jetzt erstmal hierher und wenn die Sonne dann untergehen sollte, kann ich ja kurz wieder nach Hause gehen oder so. Mal sehen. Okay, kurz was essen und dann geht's los. Ich habe auch wieder ein kleines Thema für heute. Und zwar soll es mal um Livestreams gehen. Ich möchte jetzt demnächst anfangen und tatsächlich Livestreams machen. Beziehungsweise wahrscheinlich sind schon ein paar Streams gelaufen, wenn ihr die Folge hier seht. Ich produziere ja immer schön vorne. Und ja, heute am 12.03., wo ich das ja aufnehme, ein Sonntag, da habe ich mal das ganze Streaming getestet auf Twitch und habe da mal den ein oder anderen Teststream gemacht in einer Singleplayer-Welt einfach so zum Gucken, auch wegen dem Einstellen und so weiter, was ich da wählen muss am besten und was mein Internet hergibt und ja, so ein paar Sachen wollte ich da einfach testen und ja, das ist eigentlich ganz gut verlaufen und ich glaube, ich kann ganz gut streamen, ja, die werden dann aber nur mit 360p Qualität sein, die Streams, ja, und ich werde auch versuchen, die nicht allzu lang zu machen immer, damit ich die dann auch noch am selben Tag am besten immer hochgeladen kriege, das ist auf jeden Fall so eine Sache, also bei meinem Profil ist es immer so, man kann die Streams nicht als frühere Übertragungen speichern, habe ich zumindest nicht gefunden, die Einstellung, wo das geht. Und deswegen werde ich die immer einfach mit aufnehmen, mit OBS. Ich habe mir das alles mal angeguckt, wie das funktioniert. Und ja, werde die dann einfach hochladen direkt danach. Und ja, in 360p sind dann die Dateien auch nicht so groß. Das sollte mit dem Upload nicht allzu lange dauern bei mir. Von daher, ja, sollte das auch passen. Und ja, ich werde auch in den Osterferien sehr viel streamen. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Da werde ich immer vormittags was machen. Das wird auf jeden Fall geil, also da freue ich mich schon drauf. Das wird am 10.04. oder so losgehen, müssen wir mal schauen. Vielleicht auch schon ein paar Tage eher mal. Aber ich werde sowieso jetzt auch schon davor noch streamen. Also zum Beispiel jetzt am 17.03. will ich meinen ersten Stream machen, wahrscheinlich von City Survival. Ja, das Datum ist für euch natürlich schon ein bisschen her, wenn ihr das hier seht. Aber ihr könnt ja mal gucken, da auf Twitch vielleicht ist ja, oder der Stream sollte dann hochgeladen sein, da könnt ihr den noch nachschauen. Da, ja, seht ihr dann, was ich da gemacht habe, ne? Genau. Und im Stream ist ja dann quasi schon, da bin ich ja dann schon weiter als hier in der Folge jetzt. Das heißt,
Da könnt ihr dann einfach irgendwie, ja, weitergucken quasi, was passiert ist. Ja, aber wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann guckt ihn einfach später. Keine Ahnung. Oder ihr habt ihn gesehen live und wurdet eh schon gespoilert. Das kann natürlich sein. Ja, ist natürlich dann immer so ein bisschen problematisch, ne, wenn ich hier so viel vorproduziere auf YouTube, dann Livestreams zu machen. Das beißt sich so ein bisschen, ne? Wenn ich dann irgendwie immer 2 Wochen im Voraus bin und dann im Stream immer alles Spoiler schon. Ja, aber lässt sich halt nicht anders machen. Und naja, da muss ich das dann eben immer kurz erklären. Jeweils, dass ich dann sage, okay, hier ist schon ein bisschen was passiert und so, keine Ahnung. Naja, kriegen wir aber alles hin. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe auf jeden Fall eigentlich Bock zu streamen und ja, ich möchte auch Minecraft Attack zum Beispiel nochmal streamen. Ja, das geht jetzt bald hier auf meinem Kanal zu Ende und ich will das dann auf jeden Fall auf Twitch nochmal bringen, weil ja, da gibt es noch ein bisschen was zu tun für mich und das ist eigentlich so der perfekte Ort auf Twitch, um da was zu machen. Und ja, ich habe jetzt auch wahrscheinlich etwas mehr Zeit, deswegen fange ich überhaupt an zu streamen. Ja, trotzdem werde ich die Streams auch nicht allzu lang machen. Also so, ich denke mal, eine Dreiviertelstunde ist vielleicht eine ganz angenehme Zeit. Wenn ich mal etwas weniger Zeit habe, aber trotzdem Bock zu streamen, werde ich auch mal nur eine halbe Stunde machen. Kann man ja alles drehen, wie man will. Ja, ich kann auch mal eine Stunde oder so. In Fällen werde ich bestimmt dann auch mal anderthalb oder so machen, das kann sein. Dann splitte ich das aber. Dann mache ich nicht nur ein Projekt, sondern zwei oder so. Mal sehen. Und ja, schauen wir dann. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass das auch alles dann funktioniert mit der Technik. Kann ja doch noch sein, dass da irgendwas schief geht und das will ich natürlich nicht. Deswegen muss ich dann quasi die ersten Streams noch so ein bisschen als Test nutzen auch, um dann ja richtig nachvollziehen zu können, ob das auf lange Dauer doch gut geht oder eher nicht so. Auch mit den 360p, das soll ja alles flüssig aussehen und nicht so rumlecken oder so. Das wäre dann nicht so geil, weil das ist echt nicht gut zum Anschauen, wenn es die ganze Zeit leckt und naja, deswegen versuche ich dann eben noch ein bisschen das zu optimieren, falls es dazu kommt. Naja, wir werden sehen. Mein Internet gibt halt auch nicht so viel her, aber es funktioniert zumindest schon mal und das freut mich. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, werden mal schauen, wie das dann sich so weiterführt, die Geschichte. Ja. Ich werde auf jeden Fall auch Hexit streamen, also Projekte habe ich für meinen Teil eigentlich genug, die ich streamen kann. Ja, also City Survival lässt sich auch gut streamen, da werde ich auf jeden Fall den Keller da weiter bauen, weil da brauche ich auf jeden Fall Zeit und das ist im Stream am allerbesten. Da kann ich auf jeden Fall so 3 oder 4 Livestreams schon mal füllen damit. Und ja, dann gucken wir mal. Hexit lässt sich bestimmt auch was machen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache, dann. Das nehme ich wahrscheinlich dann nur im Fenstermodus, streame ich das. Also für mich dann 480p. Das ist immer so ein bisschen kompliziert, ne, wenn du dann in 480p spielen musst, weil das ist dann so ein winziger Teil nur vom Bildschirm und das ist immer so winzig klein dann alles, ne. Ist irgendwie nicht so angenehm. Aber dafür kann ich ja dann. Ich streame sowieso nur in 360p, also ihr werdet dann keinen großen Unterschied sehen. Für mich ist es halt dann nur anstrengender. Weil sonst spiele ich immer auf 720 oder 1080. Also das Game, die Game-Auflösung. Und das ist dann doch schon wesentlich angenehmer. So, dann haben wir jetzt hier erstmal genug Holz. Das sollte auch erstmal so ansonsten reichen für unsere anderen Bedürfnisse. Und ja, dann können wir jetzt nämlich schon mal die Ecken da endlich ordentlich machen, die noch aus Granit bestehen. Was natürlich ein bisschen hässlich ist, ne? So, Moment. Das baue ich nochmal kurz ab. Jetzt wird's eh Nacht. Und ja, bevor ich jetzt wieder losgehe und das nächste sammle, kann ich dann hier auch noch kurz die Ecken machen. Und ich hoffe wirklich, dass ich hier irgendwann dazu komme und mein Haus fertig bauen kann. Das wäre echt schön. Ja, Leute, und ich werde auf jeden Fall die Streams immer auf Twitter ankündigen. Also folgt mir dort. Denn, ja, ich möchte nicht unbedingt ein eigenes Video dazu hochladen jedes Mal. Ich werde dann wahrscheinlich immer in die Titel noch schreiben. Hier, ja, irgendwie Livestream heute Abend oder so. Und das ändere ich dann aber immer einen Tag später oder so dann wieder. Oder wenn der Stream vorbei ist.
Weil das steht dann. Also ich sag das nicht in den Videos, weil ich produziere die eh vor, das macht eh nicht so viel Sinn. Ich schreibe das dann einfach nur in den Titel kurz. Und ja, auf Twitter werde ich das auf jeden Fall mal posten, also folgt mir da, wenn ihr interessiert seid an den Streams, das wäre wirklich das Beste. Dann verpasst ihr auch nichts. Denn da werde ich es einmal immer ein paar Stunden vorher ankündigen. Und auf jeden Fall, wenn der Stream losgeht, dann auch nochmal. Ja, dann solltet ihr auch nichts verpassen, ne? So, ich hoffe nur, ich vergesse das nicht, dann immer vorher noch anzukündigen. Aber ich glaube nicht, ja. Und wenn ich einen Stream absagen muss, werde ich das natürlich auch ankündigen. So, das ist ja scheiße, ne, mit dem Setzen hier. Da geht nichts mehr. Das nervt übelst, ey. So, das geht noch. Nehme ich den mal weg. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann. Ich bin erstmal raus. Tschüss.